Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Maybrit Illner eine Sendung abgeliefert hat, die man nicht mehr demokratisch nennen kann. Es wurde offen gehetzt und am Ende hat Illner eigentlich komplett die Fassung verloren, kann man sagen. Gauland war ziemlich souverän, aus meiner Sicht. Am Anfang zu passiv, aber das kritisiere ich ja immer. Er ist wirklich immer ruhig geblieben, aber am Ende hat er dann auch Höcke verteidigt, hat ihn ganz klar in Schutz genommen. Hat also das gemacht, was also gerade Weidel bei Lanz nicht gemacht hat, hat seine Partei in Schutz genommen. Was essentiell ist für das langfristige Überleben der AfD. Die Partei vor dem Rechtsextremismus, Vorwurf unzweifelhaft, in Schutz zu nehmen. Dieses Votum vorliegt. Ne? Natürlich, aber man sagt, dass der Verfassungsschutz keinerlei Anstände hat. Nein, es ist doch, der Punkt ist doch, dass es, Sie reden hier darüber, der Kern der CDU, die Werte müssen wieder konservativ-liberal werden und sitzen einer Partei vor, die längst im Osten sich komplett überschneidet mit dem rechtsextremen Milieu. Das aber ist, das ist dummes Punkt. Zeug und das wissen Sie. Und das aber heißt, Sie wissen, dass Höcke das geradezu repräsentiert. Herr Höcke ist kein Rechtsradikaler, Herr Giese. Höcke, Entschuldigung. Doch, doch. Aber ich würde Sie auch nicht als Kommunist. Interessant war, dass Ammann mit Gauland nachher irgendwie diskutieren wollte. Das hat sie in so einem Nebensatz gesagt. Erzählen Sie doch nicht so ein Zeug. Sie haben vor kurzem, Sie haben zwei Prozesse gegen Frau von Storch verloren, weil Sie dummes Zeug behauptet haben. Also, jetzt lassen Sie mal diese ausführlich reden. Ich glaube nicht, dass das die Leute hier wirklich interessiert. Aber da können wir nach der Sendung vielleicht drüber reden, über dieses Thema. Hat doch keinen Zweck. Sie kommen mit diesem Unsinn, wir seien die NPD. Das ist kein Unsinn, das sind Rechte. Was sagt das aus? Und das lässt auch Rückschlüsse zu auf Weidel und Kupala, dass diese Leute versuchen, AfD-Vertreter Gehirn zu waschen. Also die probieren tatsächlich in die Diskussion mit ihnen zu gehen und sie davon zu überzeugen, dass die AfD, dass mit ihnen was nicht stimmt. Und das macht auch Sinn, wenn man sich ganz viele Leute in der AfD anguckt, sie sind verhetzt. Anders ist es nicht erklärbar. Das machen sie mit ganz vielen. So wollen sie die AfD zerstören und Streit reintragen. Es ist erstaunlich, dass es funktioniert. Aber anscheinend, die leben in ihrer eigenen Welt. Die sehen, haben nicht die Zeit zu sehen, was los ist, anscheinend. Und dann scheint es zu verfangen. Deswegen ist ja wirklich ganz interessant, dass Ammann jetzt gegenüber Gauland nach der Sendung die Deutungshoheit gewinnen will. Und jetzt mit diesem altbekannten Trick, jetzt nur das eine Thema zu fokussieren, oder einen roten Punkt in einem blauen Bild herauszugreifen, ihn ganz groß zu machen, ihn erstmal Gauland davon überzeugen will, dass der rote Punkt rot ist und nur darüber sprechen, sodass Gauland denkt, das ganze Bild ist rot. Also das sind ja diese unterbewussten Prozesse. Dinge weglassen, verschweigen, andere Dinge groß herausstellen. Das macht Ammann auch gleich in dem folgenden Beitrag. Am Ende also verliert Illner fast vollständig die Fassung, ist also wutentbrannt und also man merkt schon, sie verliert irgendwie die Kontrolle. Anders kann man sich die letzte Frage nicht erklären. Hier der Ausschnitt. War es Ihnen eigentlich peinlich, Herr Gauland, als bekannt wurde, dass Sie sich haben impfen lassen? War Ihnen das unangenehm? Warum soll mir das peinlich sein? In unserer Partei gilt, das ist eine private Entscheidung. Und ich habe immer gesagt, dass ich mich impfen lasse. Die AfD Sachsen-Anhalt warnt vor der Impfung. Wie gesagt, die AfD Sachsen-Anhalt schreibt in ihrem Wahlprogramm, es ist unklar, was gefährlicher ist, eine Infektion oder eine Impfung. Ich habe immer gesagt, und wir haben das auch gesagt, jeder hat sich selbst zu entscheiden. Und ich habe mich dafür entschieden, in meinem Alter wäre die Krankheit wahrscheinlich gefährlicher als für alle, die hier sitzen. Es war eine sehr ungeschickte Frage von Illner. Weil das konnte Gauland eigentlich sehr leicht beantworten. Vor allen Dingen war es ja auch nie Position der AfD gewesen. Den Eindruck möchte vielleicht Illner erwecken, dass die AfD sich gegen das Impfen ausgesprochen hat. Das hat die AfD nie gemacht. Die AfD hat gesagt, es soll sich der impfen lassen, der sich impfen lassen will, aber es soll kein Impfzwang bestehen, also auch kein indirekter Zwang. Also es wird ja immer gesagt, das hat ja dann auch Lanz, ist da drauf rumgeritten. Zwang heißt ja, dass man dann also mit der Pistole sozusagen gezwungen wird. Sondern es geht darum, dass man gegen den indirekten Zwang ist. Dass man also keine gravierenden Nachteile hat, wenn man sich nicht impfen lässt. Dagegen hat sich die AfD immer ausgesprochen. Aber die AfD hat ja nie was dagegen eingewendet, dass sich Leute impfen lassen.
Nun also stellt Illner die Frage, ja, ist es denn Gauland peinlich? Und dann sagt sie so, ja, weiß ich nicht. Dann sagt Gauland nein, dann sagt sie so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. So läppisch merkt man schon so die Gehässigkeit, dass sie jetzt probiert, Gauland irgendwie blöd hinzustellen. War es Ihnen eigentlich peinlich, Herr Gauland, als bekannt wurde, dass Sie sich haben impfen lassen? War Ihnen das unangenehm? Warum soll mir das peinlich sein? In unserer Partei. Und Gauland sagt dann ganz einfach, ja, ich lasse mich impfen, ich bin 80 Jahre alt, das ist für mich gefährlich. Also für mich ist Corona gefährlicher als für alle anderen. Und dann steht ja natürlich Illner relativ doof da. Und Ammann kräscht jetzt rein und probiert jetzt die AfD blöd hinzustellen. Ja, sie schreiben doch in ihr Wahlprogramm rein, dass Impfen gefährlicher ist, dass es unfraglich ist, ob Impfen oder nicht Impfen gefährlicher ist. Die AfD Sachsen-Anhalt schreibt in ihrem Wahlprogramm, es ist unklar, was gefährlicher ist, eine Infektion oder eine Impfung. Nun unterschlägt dabei wissentlich, dass das ja vielleicht für die jungen Leute gilt. Für die Jugendlichen, für die mittelalten Leute, aber nicht für die Alten. Weil es ist ja bekannt, dass Corona für die alten Leute gefährlich ist und für die jungen Leute ist eigentlich die Todesgefahr sehr gering ist. Also eigentlich verschwindend gering ist. Das ist ja allgemeiner Konsens. Und Ammann unterschlägt natürlich auch, sozusagen enthält es dem Zuschauer auch vor und hofft darauf anscheinend, dass das die Zuschauer nicht wissen, dass Norwegen AstraZeneca verbannt hat, also gestoppt hat, aus dem Grund, dass also in Norwegen man das so sieht, dass eine Impfung mit AstraZeneca gefährlicher ist, als sich nicht impfen zu lassen. Also dass es eine Position ist, und ich weiß, es gibt glaube ich auch noch andere Länder, also es ist eine Position, die Länder vertreten. Und dann tut sie so, weil das ist die rechtsextreme AfD, die jetzt hier solche merkwürdigen Thesen vertritt, die ja völlig daneben sind. Und so haben Illner und Ammann am Ende schön ein Eigentor geschossen, weil das sollte eigentlich jeder gemerkt haben, dass das nicht fair ist und dass das eine Hetze ist, die sie hier betrieben haben. Das ist so platt, das sollte nicht verfangen. Da ist Markus Lanz schon deutlich geschickter. Er hat es ja eigentlich geschafft, dass Weidel sich eigentlich, ja, aus meiner Sicht, es haben viel zu wenig Leute das Video gesehen, vor allem den Schluss von der Sendung, die letzten 10 Minuten der Lanz-Sendung, die habe ich ausführlich analysiert und da hat Weidel aus meiner Sicht wirklich keine gute Figur gemacht, aber es war dann wirklich so, dass, also Lanz hat Weidel ausreden lassen, er kam auch nicht mit extrem unfairen Fragen, ein Einspieler war unfair, aber ansonsten hat Lanz das sehr, also ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber Weidel hat sich im Grunde bei Lanz, jedenfalls aus meiner Sicht, es haben schon Kommentatoren gesagt, jetzt mache ich mich ganz unbeliebt und ich weiß auch nicht, warum Weidel das gemacht hat. Ich will ja eigentlich auch, dass die AfD Erfolg hat, deswegen will ich jetzt nicht Weidel schlecht reden, aber es ist vielleicht auch ganz gut, das tue ich eigentlich der AfD vielleicht genau einen Gefallen, darauf hinzuweisen, was Weidel da gemacht hat und wie schädlich das ist, vor allen Dingen mittelfristig und langfristig, indem sie die Partei nicht richtig schützt. Das hat katastrophale Folgen, die jetzt auch Gauland zu spüren bekommen hat. Weil Weidel ja bei Lanz die Höcke und Co. nicht richtig verteidigt hat, sozusagen kommen jetzt Ammann und Illner an, ja, die sind doch vollkommen klar, dass die ostdeutsche AfD, dass das keine Demokraten sind, ist doch vollkommen klar. Herr Kalbitz zum Beispiel, kann man den als Rechtsradikalen bezeichnen? Ich frage. Also Kalbitz, das, was Frau Müller gerade anspricht, war parteienrechtlich gar nicht mal so eine einfache Frage. Ich habe damals dafür plädiert. Ich frage Sie ganz persönlich, Frau Weidel, ist das für Sie ein Rechtsradikaler, ja oder nein? Herr Lanz, es spielt überhaupt gar keine Rolle, was ich persönlich davon halte. Sie sind aber die Fraktionsvorsitzende und ich frage Sie das. Sondern es war ein juristischer... Sagen, hat es dann Gauland jetzt schwerer, sie zu verteidigen, weil einfach die Verteidigungsmauer nicht gestanden hat. Es ist natürlich ganz wichtig, dass alle, die sie verteidigen, und das für die Zukunft der AfD, weil, ja wie gesagt, dieser Vorwurf ja Gewalt beinhaltet, die sofortige Gewaltbereitschaft, also gegen Ausländer, gegen den Staat, und die muss also wirklich eindeutig bestehen und das nicht so hingeschustert mit irgendwelchen Zitaten, wo man die dann irgendwie rumbiegt und sagt, ja, das könnte dann in Zukunft, der meint es so und so und dann will er eigentlich das und das. Nicht so, sondern konkret ausgedrückt. Und das war nie der Fall, also gerade mit 180-Grad-Wende oder auch irgendwelchen anderen Dingen, das ist ja ein Witz. Aber dazu in einem anderen Video mehr.
jetzt hier erstmal diese Passage mit dem Impfen, das war am Schluss. Das war, fand ich, so die eindrücklichste Passage. Ganz schlimm war auch das Intro. Aber ich glaube, das Video ist jetzt lang genug, bevor alle Leute abschalten. Das kommt dann in einem anderen Video. Das Intro. Ihr könnt ja schreiben, was ihr von der Sendung haltet, falls ihr sie gesehen habt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.